Der Überfall auf Lady Gagas Hundesitter Ryan Fisher war äußerst brutal. Abends um 22 Uhr schießen ihm zwei maskierte Männer viermal in die Brust. Die Täter entführen Koji und Gustav, die weiße und die braune französische Bulldogge von Lady Gaga. Die schwarze Hündin Miss Asia entkommt und wird von der Polizei sichergestellt. Lady Gagas erste Reaktion war: Ich gebe euch $500.000. Es werden keine Fragen gestellt. Gebt mir bitte meine Hunde wieder. Eine halbe Million Dollar? Und dabei gibt es noch nicht mal eine Lösegeldforderung, denn möglicherweise wussten die Täter gar nicht, wessen Hunde sie entführt haben und hatten es nur auf die teuren Rassehunde abgesehen. Aber für Gaga sind die Hunde so viel mehr. Lady Gagas Hunde sind ihr Leben. Sie sind, wie sie sagt, ihre Babys. Freunde sagen, sie sind das Wichtigste in ihrem Leben. Auch für ihren Hundesitter Ryan Fisher sind Gagas Hunde etwas ganz Besonderes. Videos zeigen, wie liebevoll er sich um sie kümmert, wenn Lady Gaga nicht da ist. Ryan Fisher, ihr Dogsitter, ist einer ihrer engsten Freunde, weil er auf ihre Babys aufpasst. Und wie er auf sie aufpasst. Eine Überwachungskamera hat den Überfall gefilmt. Ein Wagen hält neben Fischer. Zwei Männer greifen ihn an. Er wehrt sich, schreit um Hilfe. Will die Hunde nicht loslassen, bis die Täter auf ihn schießen. Nun liegt Fischer schwer verletzt im Krankenhaus. Und Lady Gaga bietet den Tätern $500.000 Lösegeld für ihre Hunde an. Ob das eine gute Idee ist? Das könnte sehr schlecht sein. Die Täter könnten eine oder gleich 2 Millionen fordern. Und dann kommen die Nachahmer. Jeder Prominente hat einen Hund oder eine Katze. Und nun denken einige, lasst uns das machen und $500.000 bekommen. Zurzeit ist Lady Gaga wohl noch in Italien. Vorbesprechungen für einen Film heißt es. Aber sie will so schnell wie möglich nach Hause kommen. Jetzt versuchen Freunde, sie in einem Privatjet zurück in die USA zu bringen. Sie möchte jetzt an der Seite von Ryan Fisher und Miss Asia, dem Hund, sein, der entkommen ist. Wir wünschen vor allem Ryan Fisher gute Besserung und hoffen, dass dieses Drama für alle ein gutes Ende nimmt.